Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books and Savior of Mankind. Aum. Heutiges Thema: Epilepsie. Was ist Epilepsie, meine Lieben? Wenn wir uns Wikipedia ansehen und andere, dann beschreiben die Epilepsie als Anfall, als Krampfanfall, Anfallsleiden. Und sagen, das wäre seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar. Essentiell stimmt davon nichts. Denn wenn die Wissenschaftler sagen Epilepsie oder, ich glaube, Epilepsis, Epilepsia, lateinisch dann, dass das ein Anfall ist, ein Krampfanfall, dann ist das nur eine Wirkung, aber keine Ursache. Und wir wollen ja heute die Ursache der Epilepsie besprechen. Man bringt das Ganze in Verbindung mit zerebral, also mit Gehirn, zerebrales Anfallsleiden, Krampfleiden und so weiter. Aber man versäumt zu beschreiben, warum das so ist. Und dazu wollen wir heute kommen. Gleich vorweg als Erklärung: Die wahre Ursache der Epilepsie ist immer karmisch. Ein Teil des Gehirns ist überlastet, überansprucht und reagiert mit Abwehr gegen diese Beeinflussung. Und das löst den Krampf im Körper aus. Das hat damit zu tun, dass wir zum Beispiel in vergangenen Leben uns vielen Süchten hingegeben haben, Einflüssen von außen, sodass der Körper plötzlich einfach abgeschaltet hat. Vielleicht sind wir auch in einem solchen Zustand gestorben und werden nun mit diesen erkrankten Organen wiedergeboren, mit diesen erkrankten zerebralen Organen. Und wenn jetzt die Außenwelteinflüsse kommen, reagieren wir epileptisch, also mit Krampf. Das Gehirn wehrt sich dagegen. Es hat sich ja in vergangenen Existenzen schon gewehrt. Aber wir haben ja da nicht nachgegeben und haben also damit eigentlich die Ursache der Epilepsie geschaffen. Zerebrales Krampfleiden, meine Lieben. Wenn man sagt, es ist eine Entzündung des Gehirns, dann muss diese Entzündung ja eine Ursache haben. Diese Ursache liegt in einer Überfrachtung von Außeneindrücken, von Außenreizen. Und das kann Menschen auch heute passieren, auch Kindern, gerade Kindern, die einfach zu sehr bombardiert werden mit Essen, Trinken, die Medien, Musik, diese ganzen elektronischen Dinge, diese Spiele. Das ist eigentlich, meine Lieben, die beste Voraussetzung, dass da ein zukünftiger Epileptiker entsteht. Spätestens im nächsten Leben. Und dann haben wir eine Folge plötzlich auftretender synchroner elektrischer Entladungen von Nervenzellen. Das sind also Neuronengruppen im Gehirn. Und das wiederum führt zu stereotypischen oder stereotypen Bewegungs- und Befindungsstörungen. Aber das Ganze hat eine karmische Ursache. Es werden Babys bereits epileptisch geboren. Das ist eben die Reinkarnation von Epileptikern, die in vergangenen Leben sich zu sehr den Sinneseindrücken hingegeben haben und jetzt ernten, was sie gesät haben. Wenn es da Medikamente geben soll, sage ich, die wirken alle nicht. Und wir werden heute sehen, was zu tun ist in einem solchen Falle, wenn überhaupt. Das sind ja sogenannte Antikonvulsiva oder Antikonvulsiva, ja, so heißen die. Und da gibt es natürlich auch Epilepsiechirurgie, die meiner Ansicht nach ebenso unwirksam ist. Und das hat ja auch Auswirkungen auf das Alltagsleben. Gewisse Berufe und so weiter können nicht ergriffen werden wegen einer Tendenz zur Epilepsie. Natürlich bedeutet das Krampf, aber als Wirkung, nicht als Ursache. Wenn die Wissenschaft schreibt, dass die Inzidenz, also die Häufigkeit des Neuauftretens von Epilepsien, abhängig ist vom Lebensalter, dann stimmt das so nicht. Da können Sie auch Statistiken bringen, die dann sagen,
Pro Jahr bei etwa 60 von 100.000 Kindern tritt eine Epilepsie auf. Aber das kann man nicht als Regel nehmen. Und wenn Sie sagen, dass im Erwachsenenalter die Inzidenz sinkt, dann ist das so auch nicht richtig. Kommen wir nun zunächst mal zur wissenschaftlichen Erklärung von Ursachen und ihr werdet gleich sehen, gerade ihr, die euch länger mit dem Buch des Lichts befasst, dass das so nicht stimmen kann. Man spricht also von hirnorganischen oder metabolischen Ursachen. Man spricht von genuiner Epilepsie, von identifizierbaren Ursachen, von einer symptomatischen Epilepsie. Und da stellt man eine genetische Disposition fest. Aber das ist doch nur eine Wirkung, keine Ursache. Wenn die Wissenschaft von Hirnschädigung spricht, dann soll sie uns mal sagen, woher dies kommt. Dann wird der Wissenschaftler sagen, ja, das Kind wurde mit Hirnschädigung geboren. Warum? Wie kann das sein? Da kommt das Buch des Lichts und sagt, diese Wesenheit hat ihr Gehirn in vergangenen Existenzen bereits überlastet. Durch Reaktion auf Außenreize, so kann man das sagen. Und das passiert ja heute genauso mit unserer Jugend. Wir werden ständig beballert mit Außenreizen und wir werden zu zukünftigen Epileptikern, falls wir es nicht schon sind. Und wenn wir da von Hirnschädigung sprechen, perinatal, in Form von Sauerstoffmangel bei der Geburt und so weiter, ist das natürlich auch karmisch. Eine Fehlbildung des Hirngewebes, ich will es hier mal ganz offen sagen, damit die Eltern sich nicht zu schuldig fühlen und die Kinder die Eltern nicht beschuldigen. Ein epileptisches Kind könnte ja sagen, die Eltern sind schuld. Nein, das Kind ist verantwortlich. Denn das Kind ist laut Buch des Lichts nicht das Produkt seiner Eltern. Das Kind ist die Konsequenz, die karmische Konsequenz seines eigenen Handelns, welches das Kind genau in den befruchteten Schoß und nicht woanders hin treibt, kann man sagen. Und es ergreift diesen befruchteten Keim. Das ist aber karmisch, bedingt durch die permanenten Atome, durch die Skandas und so weiter, wird alles im Buch des Lichts gelehrt. Jede Definition, die ihr seht, von Medizinern, von Wissenschaftlern, von Psychologen, von Pathologen, von Therapeuten, ist per se falsch, weil es nicht auf den Grund geht. Es stimmt, dass zum Auftreten epileptischer Anfälle, das hat zu tun mit Übererregbarkeit von Nervenzellen. Das ist auch eine abnorme elektrische Aktivität von größeren Nervenzellverbänden. Man nennt das die neuronalen Netze. Nun sagen die Wissenschaftler, dass ein Ungleichgewicht von Erregung und Hemmung in solche neuralen Netzen epileptische Anfälle entstehen lässt. Das ist aber eine Vermutung. Wo ist die Ursache? Und ich sage auch, durch das Internet bedingt, können wir hier von neuronalen Netzen sprechen, die zur Epilepsie führen, zu einer volksweiten, weltweiten Epilepsie. Und wenn man dann sagt, defekte Ionenkanäle, Natrium, Calcium, Ionen und so weiter, dann ist das wohl richtig, aber es hat nichts zu tun mit der Ursache. Und wenn wir diese Wirkung, die da gesprochen, gerade genannt wurde, behandeln, dann ist das eben das, was die Medizin heutzutage zum größten Teil ist, nämlich Symptombehandlung, die das Problem überhaupt nicht löst, weil ihnen das Wissen fehlt vom Buch des Lichts. Es ist wichtig, die genetischen Befunde zu kennen bei Epilepsien. Stammbäume, molekulargenetische Untersuchungen und so weiter und so weiter. Aber es geht nicht an, dass das Kind zum Beispiel die Eltern beschimpft, weil es epileptisch geboren wurde. Sondern das Kind ist die Ursache, nicht die Eltern. Die Eltern ermöglichen dem Kind nur sein Karma auszuleben. Jeder epileptische Anfall, jede Verkrampfung im Körper, jede Krampfreaktion hat seine Ursache. Und die Ursache liegt in dem, der diesen Krampf empfindet. So ist das nun mal. Und was ist die Ursache? Genauso für Depressionen und andere Probleme. Es ist die Überidentifizierung mit dem Anatta. Es ist das sich total identifizieren mit der physischen, vergänglichen Form. Das führt zur Epilepsie. Immer und immer wieder, bis man endlich versteht, lass los. Sodass man also Epilepsie hauptsächlich meditativ zunächst einmal behandelt. Man muss erkennen, das, was ich nicht bin, was ich aber verursacht habe,
Das hat diese Anfälle. Da kommt zunächst mal eine mentale Distanzierung. Da bin ich und da ist der epileptische Anfall zum Beispiel. Wenn er in einem solchen Maße stattfindet, dass die Person gar nicht mehr in der Lage ist, hier zuzuhören oder sich damit zu befassen, dann ist das eben nicht ihr Karma. Da muss sie vielleicht in einem anderen Leben, wenn sie etwas mehr Ruhe gefunden hat, von dieser karmischen Belastung sich damit befassen. Eine solche Person müsste man dann an und für sich ruhig stellen, in einer gesicherten Umgebung und nicht durch Elektroschocks drangsalieren. Wir kommen aber gleich jetzt, meine Lieben, zur vollkommensten oder zur möglichst vollkommenen Behandlung von Epilepsie. Und die will ich jetzt kundtun. Und das ist das Heilfasten. Zwei Bedingungen haben wir für die Heilung oder für die Reduktion von epileptischen Beeinflussungen. Erstens natürlich sowieso die Lehre des Buchs des Lichts. Dann haben wir zweitens Meditation, die ich bereits erwähnt, um einen Abstand zu finden zwischen dem, was da reagiert und zwischen demjenigen, der es wahrnimmt und der es erlebt. Ja, das stimmt. Ich war, wenn ich epileptisch wäre, würde ich mich freuen. Hurra, ich bin epileptisch. Ist aber nicht so. Ich habe für eine Weile, sei es im vergangenen oder diesem Leben, Außenwelteinflüsse nachgegeben und mich Sinnesfreuden, wenn ich mal so sagen darf, hingegeben, die genau zur Übererregbarkeit der Gehirnzellen geführt hat und mich epileptisch gemacht hat. Spätestens in einem nächsten Leben. Ja? Was ist die dritte wichtige Heilmethode, kann man sagen? Das ist eben das Heilfasten. Franz Xaver Mayer Fasten. Und zwar die milde Ableitungskur kann ich nur empfehlen. Der Körper muss entgiftet werden. Unter ärztlicher Aufsicht, kein Problem. Jedem Epileptiker oder der epileptische Anfälle hat oder ansatzweise erlebt, empfehle ich das Heilfasten. Und natürlich, wenn das dann vorbei ist, nichts zu Abend essen. Der Buddha hat es bereits gesagt, esset nichts zur Unzeit. Das bedeutet eigentlich kein Frühstück und kein Abendbrot. Wenn jetzt viele von euch sagen, das kann ich nicht, das geht nicht, dann müsst ihr eben die Konsequenzen davon tragen. Ich sage, einmal am Tag ein leichtes vegetarisches Mahl, nur Wasser trinken, Franz Xaver Mayer Kur, das sagt nicht ich übrigens, das sagt das Buch des Lichts. Und du kannst sogar mit der Epilepsie fertig werden oder vernünftig umgehen. Ehre sei dem Buch des Lichts. Das Wichtigste aber für einen, der unter Epilepsie leidet, ist Ruhe, Stille, meditatives Verweilen, wenn er es denn kann oder wenn es ihm ermöglicht wird. Und wenn er etwas hört, Außeneinflüsse, Außenreize, dann sollten das Beruhigende sein. Zum Beispiel wie die nachfolgende Mantra Om Mani Padme Hum.